Der Wald an der Lägern ist unser Freiluftlabor. Dort sammeln wir Proben zu Biodiversität und setzen modernste Fernerkundungsmethoden ein. Wir erfassen die dreidimensionale Waldstruktur mit LiDAR-Sensoren am Boden und in der Luft. Wir machen Nahaufnahmen von den Kronen mit Flugdrohnen und ergänzen sie mit Laser- und Spektralmessungen aus dem Flugzeug. Aus diesen Elementen entwickeln wir ein dreidimensionales Modell der Waldbestände. So können wir die Lage der Bäume, deren Struktur, die Lichtverhältnisse und Nischenvielfalt detailliert erfassen. Im Zentrum des Projekts Biodiversität und ökologische Waldfunktionen stehen 32 Waldstandorte. Dort habe ich mit meinem Team verschiedenste technische Hilfsmittel installiert. Einige davon zeige ich euch in diesem Film. Die Baumkronen sind die Last Frontier in der Waldbiodiversitätsforschung und zum ersten Mal erreichen wir sie mit der Unterstützung von professionellen Baumkletterern. Mit ihrer Unterstützung haben wir bis auf 30 Meter Höhe Holzbalken mit Umlenkrollen installiert. Dort hängen Insektenfallen, Fledermaus- und Vogeldetektoren sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler. Wälder besitzen eine außerordentlich reichhaltige Biodiversität. Rund 80% des Lichts wird in den Kronen absorbiert und nur 20% erreichen den Boden. Das beeinflusst die Lebensgemeinschaft der Tier- und Pflanzenarten sowie ihre Nahrungsbeziehungen maßgebend. Wir wollen wissen, wer in welchen Baumbeständen lebt, wie sich Vögel und Fledermäuse zwischen Baumkronen und Boden verteilen und von was sie sich ernähren. Jede Woche gehen wir in den Wald und leeren die Insektenfallen. Wir holen auch Blätter und Nadelproben von schattigen und besonnten Ästen von den Bäumen. Die gesammelten Proben untersuchen wir im Labor. So können wir uns ein Bild davon machen, wo die Tiere leben und von was sie sich ernähren. Wir untersuchen auch den Einfluss des Pflanzenfraßes auf den Zustand der Boden- und Kronenvegetation. Ebenfalls interessieren wir uns für die Pflanzen und Tierarten am Boden. Die Bilder aus den Fotofallen geben Einblick in das Leben von Kleinsäugern und ihren Feinden am Boden. Die Motivation für dieses Projekt sind die unterschiedlichen Licht- und Strukturverhältnisse im Wald. Diese werden durch die Waldbewirtschaftung, das Alter und die Verteilung der Bäume und deren dreidimensionalen Aufbau bestimmt. Unsere Studienresultate sollen eine Grundlage für eine multifunktionale Waldbewirtschaftung sein. Ganz konkret geht es um die Frage, wie Försterinnen und Förster durch ein optimales Licht- und Baummanagement eine möglichst artenreiche Lebensgemeinschaft im Wald unterstützen können.